Ja, guten Morgen Deutschland. Aus diesem wunderbaren Himmel mit all diesen malerischen Wölkchen und Streifchen grüße ich euch heute Morgen vorerst ein letztes Mal aus Sachsen-Anhalt. Also, guten Morgen Deutschland, ich grüße euch. Ja, warum vorerst das letzte Mal? Ganz einfach, ab morgen bin ich dann in einem anderen Bundesland, in anderen Gefilden, ein paar Tage mal eine Luftveränderung vornehmen. Aber gestern gab es noch den Abschluss hier bei uns zu Hause, hier in Oschersleben. Gestern war die konstituierende Stadtratssitzung hier in Oschersleben. War natürlich hochspannend, hochinteressant. Wie werden sich die Altparteien verhalten? Wie werden sich alle verhalten uns gegenüber, die jetzt so stark in den Stadtrat eingezogen sind mit der AfD? Und ich muss abschließend sagen, sie haben sich wirklich gut verhalten. Sie waren respektvoller Umgang, es war höflich, es war in Ordnung, es gab keine großen Störfeuer. Es gab die taktischen Ränkespiegel bei Abstimmungen. Aber gut, das kennen wir ja schon, das ist jetzt nichts Neues. Aber es gab jetzt keine rigorose Ablehnung etc. pp. Die AfD wird hier in Oschersleben den ersten stellvertretenden Stadtratsvorsitzenden stellen. Das ist durchgegangen, das ist wunderbar, das wurde mit einer Mehrheit beschlossen. Das hat uns sehr gefreut. Auch werden wir in den Ausschüssen überall präsent sein. Da gab es auch keine Steine, die in den Weg gelegt wurden. Auch werden wir in den Organisationen, Verbänden, in den Vorständen präsent sein. Auch da gab es keine Steine, die in den Weg gelegt wurden. Von daher ist alles gut gelaufen. Wir können hier die Arbeit jetzt ab jetzt aufnehmen. Sprich, nach der Sommerpause logischerweise, die jetzt folgt. Und und dann schauen wir mal, wo wir am Ende rauskommen. Ich fand es toll, dass alle in diesem Stadtrat durch die Bank eigentlich gesagt haben, wir wollen hier eine erfolgreiche Zusammenarbeit und zwar mit allen Parteien und zwar für die Bürger. Das war schon mal etwas, was hier gestern rausgehauen wurde, was gestern hier von allen Seiten gesagt wurde und so muss es sein, so sollte es sein und wenn es so weiterläuft, dann ist das im Grunde genommen auch, wo ich sage, da kann ich hinterstehen, das finde ich in Ordnung. Man sollte Vorverurteilungen und Ressentiments, das sollen die da oben in Berlin machen, da sind die Spezialisten, aber wir hier unten in den Städten, in der Heimat, in den Dörfern, in den Gemeinden, wir haben uns um die Probleme der Menschen zu kümmern und da haben Vorurteile und Ressentiments einfach mal hinten anzustehen. Das ist meine Meinung. Also das war wirklich sehr positiv gestern. Und das ist das, was es Neues hier aus meiner Heimat Oschersleben gibt. Ja, wie gesagt, morgen Luftveränderung. Ich werde mal ein paar Tage Päuschen machen. Es wird auch die Woche wahrscheinlich erst das nächste Live am Sonntagabend geben. Donnerstag, Freitag nicht, weil jetzt halt die Sommerpause ist. Es ist Ferienzeit und die möchte ich natürlich auch mal ein bisschen genießen, liebe Leute. Morgen Videos wird es weiterhin geben, wie jeden Morgen. Wir werden uns weiterhin über den Running Gag, den Herrn Wanderwitz, unterhalten, der natürlich ganz demokratisch jetzt fordert, die AfD mal wieder zu verbieten. Man ist ja schon eine Dauerschleife bei ihm. Aber seine Begründungen, die werden ja immer besser. Jetzt ist er mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo er sagt, na, wir haben ja schon alles Demokratische ausprobiert. Ja, jetzt muss halt das Verbot kommen. Ja. Daran erkennt man diese super-duper Demokraten, liebe Leute. Ja, also es ist wirklich wunderbar. Ja, und was gibt es sonst weiter? Ja, Joe Biden wird weitermachen. Es wird also ein spannender Wahlkampf in den USA. Das wird auch richtig gut. Viktor Orban macht seine Weltreise für den Frieden weiter. Natürlich komplett kritisiert von der EU und von der NATO, ist ja klar, wie kann denn auch ein Viktor Orban hergehen und für Frieden und Freiheit stehen. Er hat sogar jetzt dann noch ein Interview der Welt gegeben, ich glaube dem Herrn Ronsheimer, das ist der Mann mit diesem tollen Stahlhelm, ne, und der Kinnschalrakete, ne, wunderbar, ich liebe es. Oh, da rutscht mir die Kamera ein bisschen raus, wartet mal, so jetzt. Tolles Interview. Ronsheimer hat wirklich alles probiert, aber naja, schaut es euch selber an. Könnt ihr auf Welt sehen. Wunderbares Interview. Wunderbar. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen Staatsmännern wie Viktor Orban mehr zutrauen, wie diesem Trümmerhaufen der EU, Deutschlands und der NATO. In dem Sinne verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns morgen früh von anderen Gefilden. Wird euch mit Sicherheit auch gefallen. In dem Sinne, einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.